Ja, hallo Leute, heute zeigen wir euch in der Serie Kocher, Prepperkocher, die Coleman-Lampe Modell 226. Es ist eine Benzinlampe und die werden wir jetzt da gleich anzünden und nebenbei läuft dann auch noch der bekannte russische Kocher und da machen wir uns heute dann ein Espresso. Auch hier wieder, so wie beim Coleman-Kocher, muss man erst Druck aufbauen. Da ist ebenfalls wieder dieses Loch, wo man zuhalten muss während des Pumpens und dann entsprechend schließen muss, damit das Ganze richtig funktioniert. So, jetzt ist der Druck aufgebaut. Schon habe ich gesehen. Und jetzt? Ist der Druck doch noch abgehört? Nein, stimmt nicht. Okay. Jawohl. Da ist also innen ein Glühstrumpf und der sorgt für dieses Licht. Es ist also nicht zu laut, aber macht extrem gutes Licht, wie man sieht. Dimmen wir mal die Lampe ein bisschen. Ja, das ist der Vorführeffekt. Da ist aus. Kommt das, oder? Jawohl, oder schon. Jawohl, jetzt brennt er.